So, ich beginne schon sofort wegen der Zeit, damit ich nicht viele Zeit von Ihnen wegklaue. Dann erstmal einen wunderschönen guten Tag darf ich Ihnen wünschen. Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit von Ihnen weiß, dass ich aus Brasilien komme. Aber ich schätze mich sehr glücklich, wieder hier in Deutschland sein zu dürfen, auch wenn das Wetter nicht immer ist wie bei uns in Brasilien, weil wir eben keinen Schnee kennen. Ne? Insbesondere habe ich mich sehr gefreut, eingeladen worden zu sein, hier neben vor so viele berühmte Referenten referieren zu dürfen. Viele, die schon kennen, kennen schon dieses Foto von einem ehemaligen Professor von mir, Eros Abrant Herath. Er war eben der Mann, der mein Leben verändert hat, also ein Professor, der mein Leben verändert hat, in Bezug auf das Nervensystem. Er hatte damals gesagt, Nelson Annunziato, das ist das Nervensystem, das ist der Nelson Annunziato. Und seit dieser Begegnung, mein Leben habe einen anderen Sinn bekommen. Aber heute darf ich Ihnen einen anderen Professor vorstellen, das ist Lair Ribeiro, das ist dieser Professor hier. Er ist Kardiolog und Ernährungsmediziner und er hat wirklich mein Leben verändert und so, dass ich jetzt in Brasilien und unabhängig von meinem akademischen Titel, ich besuche eine neue Ausbildung für Ernährungsmedizin. Und deswegen, ich bin Ihnen dankbar, dass ich von diesen Windungen hier, in denen ich immer verliebt war, ich habe mich jetzt in diese Windungen verliebt. Und interessanterweise in der Kommunikation, ne, du sprichst jetzt, was braucht das Nervensystem und jeder erwartet von dir, dann kommen die Propriozeptoren, da kommen die Tastsinnrezeptoren, da kommt die Lichtrezeptoren und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, nein, dieses Mal nicht. Dieses Mal geht es eben um die Ernährung und wie die Ernährung einfach eine wichtige Rolle spielt. Ich zitiere immer Juan Salvador Gaviota, ich habe nicht vor, die Wahrheit zu sagen, ich will einfach mitteilen, was ich entdeckte und diese neuen Horizonten zeigen. Zum Beispiel, ich werde Ihnen zeigen können, damals, als ich über das Nervensystem gesprochen habe, Schlaganfall oder Schädelhirntrauma oder Autismus, so was weiß der Kolibri, weil Sie sagen in Deutschland, was weiß der Geier, in Brasilien sagen wir, was weiß der Kolibri, man kann den Unterschied gut verstehen. Ich kam nie auf die Idee, ne, mir die Frage zu stellen, ja, aber was sieht eben mit der Ernährung aus? Wie sieht das mit den Mitochondrien aus und so weiter und so fort? Deswegen, wir werden mehr in diese Richtung heute gehen und es geht nicht darum, Lebensmittel einzuschränken oder sie zu verbieten, sondern eher darum, die Macht der Ernährung zu verstehen, wie sie unsere Stoffwechsel begünstigen oder schaden kann. Sie bekommen das alles in der Präsentation, allerdings in der Präsentation bekommen Sie wesentlich mehr von mir, als was wir hier sehen werden. Es gibt immer noch einen großen Abgrund, ne, zwischen den medizinischen Fortschritten und zwischen uns. Normalerweise, bis eine neue Information in die Medizin eingefügt wird, dauert Pi mal Daumen 20 Jahre. Gut, immer wenn wir über einen Menschen sprechen oder auch über das Nervensystem, ne, kommt zuerst klar das genetische Programm. Wir wissen, dass das genetische Programm eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber nun, ne, die gute Nachricht ist, dass wir keine Geisel von unserem genetischen Programm sind. Wir können nicht die Aminosäurekette verändern, das nicht, aber eben durch zum Beispiel die Ernährung, das ist eben das Thema, durch die Ernährung können wir bestimmte Gene einschalten oder ausschalten. Und das ist eben eine neue Wissenschaft, heißt Nutrigenomik. Ne? Das bedeutet, ein sehr gutes Beispiel, wie die Ernährung eine große Rolle spielt in unserem Leben, ist eben, wenn wir hier über Bienen sprechen. Das haben Sie schon gelesen, ich brauche das nicht vorzulesen. Warum die Königin, ne, die Bienenkönigin lebt so lang? Weil sie einfach mit Gelee Royale ernährt wird. Und das alleine beeinflusst das genetische Programm der Biene. Das bedeutet, durch die epigenetischen Faktoren, wir können bestimmte Gene ausschalten, bestimmte Gene einschalten. Und das ist dann für uns wichtig. Okay, das genetische Programm spielt eine Rolle. Wir können eben durch die Therapie, durch die Ernährung das genetische Programm verändern. Und das bezeichnen wir als epigenetische Faktoren. Nun heute, ne, unsere Ernährung heute ist ein bisschen anders geworden. Das kann man
man hier lesen. Und weil wir uns daran gewöhnt haben, zu viel Dopamin in einem bestimmten Kern, heißt Nucleus Accumbens Septi, Sie kennen bestimmt als Belohnungszentrum, und eben wenn wir Zucker essen oder eben Kohlenhydrate, da wird mehr Dopamin freigesetzt in dem Belohnungszentrum, deswegen ist wirklich ein Sucht. Aber okay, was beeinflusst das Gehirn, ne? Damit wir mehr über die Ernährung sprechen können. Das ist klar, das genetische Programm spielt eine wichtige Rolle, ne? Man braucht nicht darüber zu sprechen, aber auch Toxine, manchmal ist man dabei, Sachen zu essen oder zu trinken, die toxisch auswirken oder eben Mängel, eben ich werde bestimmte Sachen nicht zuführen und dann leide ich unter Mängel. Es gibt auch Entzündungen und diese Entzündungen, ich meine nicht jetzt Meningitis, ich meine nicht eine Entzündung, weil ich mich verletzt habe, ich meine eine chronische, subklinische Entzündung. Sie wissen heute, dass Alzheimer zum Beispiel als Diabetes Typ 3 bezeichnet wird. Das ist eben eine chronische Entzündung nach Dekaden. Was noch? Stresssituation, das ist klar. Hier meine ich Dysstress, ich meine nicht Eustress. Eustress ist positiv. Ne? Zum Beispiel die Prüfung, die Sie heute am Ende des Tages machen werden, das ist ein Eustress, das ist positiv, das ist eine Motivation. Ein Dysstress ist, wenn Sie nicht vorbereitet werden. Gut, und dann auch elektrische, magnetische Felder. Natürlich auch Unfälle, die beeinflussen das Nervensystem. Gut, ich habe kurz schon gesagt, Mitochondrien. Ne? Die Mitochondrien spielen eine ganz wichtige Rolle. Circa 10% des Körpergewichts, ne, bestehen aus den Mitochondrien. Und ich meine nicht nur jetzt Mitochondrien in Muskelfasern, ich meine auch die Mitochondrien in den Nervenzellen. Und egal, ob wir jetzt Kinder oder Erwachsenen helfen wollen, das Erste, was wir machen sollen, das lerne ich jetzt in dieser Ausbildung, wir müssen den Mitochondrien helfen. Wie können wir den Mitochondrien helfen? Ganz einfach, wenn wir zum Beispiel Coenzym Q10, Sie kennen bestimmt als Schönheit, ne, es wird mehr verkauft, weil wenn da steht, ja, hilft einfach den Mitochondrien der Nervenzellen, keiner kauft das, aber wenn da steht Schönheit, also opa, das werde ich kaufen auf jeden Fall. Acetyl-L-Carnitin, das bekommen Sie alles, ne, in der Präsentation, Sie kennen wahrscheinlich L-Carnitin, zweifelsohne sehr wichtig für die Mitochondrien der Muskulatur, die Muskeln brauchen viel L-Carnitin, aber L-Carnitin geht nicht durch die Bluthirnschranke. Da brauchen wir Acetyl-L-Carnitin und wir werden gleich sehen, wo wir das essen können. Wir brauchen auch Äpfelsäure, bitte nicht Apfelsäure, wirklich Äpfelsäure, das können Sie bei Wikipedia schauen, das ist Malate. Malate bedeutet eben Äpfel und Birne. Ne? Also wenn wir dann mehr Äpfel und Birne essen, dann sind wir dabei, unseren Mitochondrien zu helfen. Ne? Das bekommen Sie eben in der Skript, oder in dieser Präsentation, wo wir mehr Coenzym Q10 bekommen können und eben den Mitochondrien zu helfen. Ne? Nun, man muss vorsichtig sein, weil eben Kochen kann Coenzym Q10 zerstören, deswegen ist wesentlich besser zu garen. Ne? Wenn wir sagen Mitochondrien, das ist klar, es gibt viele Kinder, die eine Mitochondriopathie haben und was ich interessanter finde, ist, dass alle Mitochondriopathien, also bitte keine Vorwurf, kommt von den Müttern, nicht von den Vätern. Warum? Man kann sich gut vorstellen, bei dem Spermium, die Mitochondrien, die befinden sich in dem Schwanz und wenn eine Befruchtung passiert, der Schwanz bleibt außerhalb der Eizelle, nur der Kopf geht rein. Das bedeutet, alle Mitochondrien, die wir haben, haben wir von unseren Müttern und nicht von unseren Väter. Ne? Dann, was man eben festgestellt hat, Sie sehen hier bei verschiedenen Krankheiten haben wir einen Mängel, ne, von Coenzym Q10. Das bedeutet nicht, wenn wir jetzt mehr Coenzym Q10 zuführen, dass wir Parkinson, Depressionen, Diabetes und Alzheimer heilen werden. Es geht nicht darum, es geht nur darum, weil wenn diese Menschen ein Defizit haben, wir können denen helfen, ein bisschen besser damit umzugehen.
Was auch, dann sehen Sie hier, das bekommen Sie alles im Skript, ne, oder im Skript, Entschuldigung, das ist Gewohnheit, alles in der Präsentation. Was auch wichtig ist, ne, Eier, es gibt ein neues Protein, heißt Pyrrolokinoninchinon, also man kann sagen, je schneller man spricht, desto weniger merkt man einen Akzent, ne, Pyrrolokinoninchinon, okay, verlängert einfach das Leben der Mitochondrien. Ne. Vielleicht habe einige Kollegen heute gesehen, dass ich Eier gegessen habe, das mache ich eben jeden Tag. Gut, weil eben diese PQQ, ne, also schützt die mitochondriale DNA. Darüber hinaus, was wir heute wissen, ist Folgendes. Ne, in Bezug auf eine gute Ernährung, das hören wir immer auch, Omega-3, also kein Arzt sagt zu Ihnen, Sie müssen mehr Omega-6 zuführen. Ne, und die Frage ist, warum? Weil eigentlich, vergessen wir alle diese Namen hier dazwischen, das war noch, um Sie zu beeindrucken. Was für uns wichtig ist, ist Omega-3 ist antiinflammatorisch Wirkung, ne? Und Omega-6, was wir eben in den pflanzlichen Ölen haben, das ist proinflammatorisch. Das bedeutet, ich kann mich entscheiden, je nachdem, was ich esse, ich kann mehr Entzündungen und Schmerzen auslösen oder ich kann eben Entzündungen und Schmerzen bekämpfen. Auch in Bezug auf Ernährung, wir haben jetzt über Omega-3 gesprochen, da müssen wir unterscheiden, es gibt Omega-3, zwei Sorten, es gibt EPA, Eicosapentaensäure, und es gibt DHA, das ist Docosahexaensäure, kommt nicht in der Prüfung heute vor, ich wollte nur Sie beeindrucken. Wir wissen, dass für das Gehirn, für die Nervenzellen, DHA wichtiger ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie kennen viele Mütter, die unter diese postnatale Depression leiden und die bekommen normalerweise von uns Antidepressivum. Ne? Nein, die brauchen kein Antidepressivum, die brauchen DHA, die brauchen Omega-3 und mit Omega-3, also diese Mutter kommen raus aus der Depression. Wir wissen, dass DHA, also diese Art von Omega-3, ist sehr wichtig in Bezug auf viele Störungen wie Ängste, Depressionen, Schizophrenie spielt eine ganz wichtige Rolle in Bezug auf das limbische System. Hier jetzt kommt eine Forschung, die Mutter, ne, diese Mäuse, die während der Schwangerschaft, die haben Omega-3 bekommen und man sieht hier, die haben keine Omega-3 hier bekommen, Verzeihung, keine Omega-3 während der Schwangerschaft und diese hier, die Mütter haben eben Omega-3 während der Schwangerschaft bekommen. Ich meine jetzt, während der Schwangerschaft. Ne? Also das beeinflusst einfach den IQ der Kinder und auch bei Menschen. Man hat mit Kindern gemacht, wenn die Mütter zuführen, ne, also Omega-3, die Kinder haben zwischen 4 bis 7 Punkte mehr IQ als die Kinder, deren Mütter kein Omega-3 zugeführt haben. Was macht eben Omega-3 in dem Nervensystem? Ne? Dendritische Verzweigung, Dornenbildung und mehr Synapsen. Also es geht ganz schnell wegen der Zeit, ne? Weniger Verlust an Kognition, eine gute Hilfe für Depressionen, Zwangsstörungen, bipolare Störungen und was noch, auch gegen Schizophrenie und eine normale Funktion der Hirnfunktionen. Nun, jetzt diese Omega-3, ne, DHA mit körperlicher Aktivität bringt einen anderen Faktor, eine andere Nahrung für das Gehirn, BDNF. BDNF ist ein neurotrophe Faktor, das sind Lebensmoleküle für die Nervenzellen. Das bringt einfach diesen Faktor nach oben. Das heißt, jetzt haben wir eine andere Nahrung und diese andere Nahrung heißt eben BDNF. BDNF, wir wissen, heute wird in dem Chromosom 11, in dem ersten Segment, das ist das Gen Nummer 3, das ist, was hier steht, BDNF heißt eben Brain-Derived Neurotroph Factor, vom Gehirn abgeleitet neurotrophe Faktor. Das heißt, mit Omega-3 und plus einfach körperliche Aktivität können wir einfach auch den Nervenzellen helfen. Und wir aktivieren dieses Gen durch die ketogene Diät, die Sie zweifelsohne kennen. Viele Kinder, die
unter Epilepsie leiden. Die profitieren viel von dieser ketogenen Diät. Und was bedeutet diese ketogene Diät? Das bedeutet eben, dass wir mehr Fett zuführen als einfach Protein oder eben Kohlenhydrate. Was wir heute wissen, ne, also diese Ketogen-Diät heißt so, weil wenn wir jetzt weniger Zucker in unserem Körper haben, dann entstehen Ketonkörper oder Ketokörper. Im Lexikon habe ich zwei Begriffe gefunden und die werden als Acetoacetat und so weiter und so fort, also die Namen kommen heute nicht in der Prüfung vor. Was wir heutzutage wissen, ist, dass diese Substanz hier, Hydroxybutyrat, erschwert die Entstehung der senilen Plaques. Und wir wissen, senilen Plaques, die haben was mit Alzheimer zu tun. Je nachdem, was wir dann täglich zuführen, können wir diese Entstehung vermeiden oder vereinfachen. Es gibt einen ganz tollen Film, heißt auf Deutsch Solange eine Chance gibt, vielleicht kennen Sie, und es geht eben um diese ketogene Diät. Ne? Ich würde einfach den Film empfehlen, Solange eine Hoffnung gibt. Das Gehirn hat 10 mehr Affinität für Ketonkörper als für Glucose. Ne? Und wenn wir überlegen, ca. 70% des Gehirns entstehen aus Fett, 70% aus Fett. Das bedeutet, das Gehirn braucht Fett, nun noch klar, welche Art vom Fett. Und dann kommt auch, ganz, weil wir über Fett sprechen, das ist eben eine komische Frage für Sie, gibt es eine Ähnlichkeit zwischen Muttermilch und Kokosnuss oder Kokosmilch. Sie sagen auf den ersten Blick vielleicht die Farbe, ne, weil die sind weiß. Aber es gibt für uns eine interessante Erklärung hier. Die Muttermilch, 19% der Muttermilch besteht aus Laurinsäure. Okay? Muttermilch. Und Sie sehen hier bei Kokosöl, Pi mal Daumen, ca. 50% Laurinsäure. Ich kann von einigen wissensdurstigen Augen die folgende Frage ablesen. Na und, ne, was macht Laurinsäure? Laurinsäure in unserem Körper wird sich in Monolaurin umwandeln und Monolaurin verstärkt das Immunsystem. Weil ich habe immer mir die Frage gestellt, warum Kinder, die gestillt werden, die haben weniger Entzündungen allgemein. Ne? Ich habe gesagt, Immunoglobulin und so weiter und so fort, das spielt zweifelsohne eine Rolle, aber eben Laurinsäure ist sehr wichtig für uns und auch für die Kinder. Gut, aber Kokosöl hat auch wieder was mit dem Gehirn zu tun, nicht nur in Bezug auf das Immunsystem. Es gibt diese Ärztin Mary Newport, vielleicht kennen Sie sie, ihr Mann Steven leidet unter Alzheimer. Und sie war schon hoffnungslos, hatte gesagt, was kann ich machen, meinem Mann zu helfen. Er konnte einfach kein Auto mehr fahren, er hatte die räumliche Orientierung verloren, er hat in die Rose uriniert, also da konnte die Schuhe nicht mehr zubinden. Und dann irgendwann hat sie über diese Ketogen-Diät gelesen, das lesen Sie auch in Ihrem Buch. Man sieht hier Steven, das ist die erste Untersuchung, bevor er angefangen hat, pro Tag 4 Esslöffel vom Kokosöl zu nehmen. Ein Tag davor, 14 Tage später, 37 Tage später. Noch einmal, das ist nicht die Heilung, aber das ist eben eine sehr große Verbesserung der Lebensqualität dieses Individuums. Ne? Und so, dass die Forscher heute sagen, mit Kokosöl kann man sagen, kann man den Patienten sagen oder den Angehörigen sagen, was hat er vor 6 Monaten gemacht? Er hat dieses und jenes gemacht, okay, wir bringen ihn zurück in diese 6 Monate und das ist es für mich eine Lebensqualität. Ne? Also Mary Newport sollen wir uns den Namen im Kopf behalten. Was auch verrückt ist, ich darf Ihnen sagen, ich bin nie auf die Idee gekommen, das ist für dich, ich weiß, tägliches Brot, inwieweit unsere Mikrobiota, früher haben wir Darmflora gesagt, heute sagen wir Mikrobiota, Mikrobiota intestinalis, einfach auch unseren Stoffwechsel beeinflussen. Ne? Man sieht hier eben, man hat die Mikrobiota vom Darm, also Darmmikrobiota von der
Maus genommen, in eine Maus implantiert. Diese Maus hat eine genetische Mutation und wird ohne Darmbakterien geboren. Und diese Maus hat sich nochmal entwickelt. Und hier nimmt man einfach von der Maus Übergewicht, implantiert in die Maus. Die Maus entwickelt sich so, Übergewicht oder hier Untergewicht. Und da passiert auch Untergewicht. Das bedeutet, diese Mikrobiota intestinale spielt eine ganz wichtige Rolle. Und ich darf Ihnen anvertrauen und schäme mich gar nicht, das zu sagen. Früher als Neurokomiker, wie du es bezeichnet hast, ich kam nie auf die Idee, dass zum Beispiel Depression was damit zu tun hätte. Ne? Als viele Menschen, wie Juan Lomba schon damals das gesagt hat, er gesagt, das darf nicht wahr sein. Was hat diese Bakterien einfach mit Depression zu tun? Nun, heute wissen wir, damit Serotonin entsteht, brauchen wir einen Vorläufer. Dieser Vorläufer heißt Tryptophan, ist eine essentielle Aminosäure. Wenn Tryptophan nicht im Darm absorbiert wird, wird Tryptophan nicht transportiert, nicht in Serotonin umgewandelt, dann man leidet unter Serotonin, sagen wir, Mangel. Das bedeutet, ich kann als Neurologe nicht einfach Antidepressiven verordnen, wenn ich nicht weiß, ob dieser Mensch eine bestimmte Darmbakterienkolonie in seinem Darm hat oder nicht. Ich muss auch auf den Darm achten. Ne? Manchmal, ne, das passiert in der Medizin Folgendes. Ich darf eine Metapher hier anwenden. Ein Mann war abends unter einem Lichtkegel. Er war dabei, nach seinen Schlüssel zu suchen. Und dann kommt ein Bekannter und sagt, hey Peter, hallo, wie geht's? Du, was machst du da, Peter? Ich suche nach meinen Schlüssel. Hast du deine Schlüssel hier verloren? Nein, ich habe sie da verloren, aber da ist dunkel. Ich kann sie nicht finden. Kann man verstehen, was ich meine? Das bedeutet, das ist klar, früher war in meinem Kopf Serotonin, das hat was mit den Nervenzellen zu tun, Formatio reticularis, ne, das ist auch ein Lieblingsthema von mir, aber eben, ich muss aufpassen, ich muss darauf achten, was passiert auch im Darm dieses Individuums. Und seine Mikrobiota intestinalis hängt wieder zusammen mit dem, was er isst. Ne? Aber Sie kennen den Satz, du bist, was du isst. Darf ich den Satz ganz unbescheiden korrigieren? Der Satz lautet nicht, du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdauen kannst. Sie werden auch ganz oft finden und jedes Mal mehr und mehr viele Kinder, die zum Beispiel unter Autismus leiden, sie wissen, dass eine Diät ist, laktosefrei und glutenfrei, weil normalerweise Laktose Hypersensibilität geht Hand in Hand mit Gluten-Hypersensibilität und wir helfen diesen Kindern. Sehr gut. In den USA gibt es heute ca. 100 Krankenhäuser, die Kottransplantation durchführen. Also Kottransplantation bedeutet nicht, ich nehme Kott von hier und ich plantiere da, okay? Sondern ich sehe, welche Bakterien, Darmbakterien hat dieses Individuum nicht, welches hat dieses Individuum, ich werde diese Darmbakterien hier einfügen. Ich weiß, das klingt sehr verrückt, aber Sie werden im Internet finden, es gibt wirklich keine Heilung der autistischen Kinder, auf keinen Fall, aber eine sehr große Verbesserung in der Kommunikation von diesen Kindern. Und das bedeutet einfach, wir sollten nicht nach dem Schlüssel unter diesem Lichtkegel suchen, sondern irgendwo anders. Wir wissen auch, ne, dass diese Darmbakterien eigentlich in Harmonie leben sollten. Es gibt die guten, die nützlichen Bakterien. Es gibt auch die schädlichen Bakterien. Und noch einmal, je nachdem, was ich esse, beeinflusse diese Darmbakterien. Ich weiß, das klingt sehr verrückt, was ich jetzt sagen werde, aber eigentlich, wenn wir was essen, sollten wir nicht sagen, schmeckt es mir gut, sondern schmeckt es meinen Darmbakterien gut. Ich weiß, dass sehr verrückt ist. Gut, damit wir zum Ende kommen, bevor ich jetzt den Stopp... okay. So, dann ein Witz. Ja.
Okay. Was auch wichtig ist, und damals, ganz ehrlich gesagt, ich habe nie darauf geachtet, Vitamin D3. Und das ist wieder ein heißes Thema in der Medizin, weil wir bekommen immer die Information von der Gesellschaft, 800 internationale Einheit pro Tag. Oder heute gibt es sogar 1200 internationale Einheit pro Tag. Kennen Sie bestimmt. Gut, erlauben Sie mir ganz kurz zu sagen, wie viele internationale Einheit in unsere Haut produziert werden, wenn wir je nach Hautfarbe hier, wenn wir circa 15 bis 20 Minuten in der Sonne bleiben und ohne Sonnencreme, das ist klar, und noch besser um 12 Uhr. Ich weiß, wenn wir heute Dermatologen hier hätten, die würden mich erwürgen wollen, aber circa 15 Minuten, 20 Minuten produzieren wir 10.000 internationale Einheiten. Das bedeutet, wenn die Natur dafür sorgt, dass wir so viele jetzt Vitamin D3 produzieren, diese, sagen wir, 20 Minuten, warum sagen die Ärzte, bei allem Respekt, ich weiß, wir haben Ärzte hier, warum sagen die Ärzte, wir brauchen nur 1.000 oder 800 internationale Einheiten pro Tag? Also irgendwas stimmt nicht. Was wir heutzutage wissen, Sie haben schon hier durchgelesen, also Vitamin D3 spielt eine ganz wichtige Rolle in Bezug auf alle diese Störungen. Noch einmal, das bedeutet nicht, dass ich nur mit Vitamin D3 jetzt Autismus oder sogar Krebs heilen werde. Es geht nicht darum, es geht darum, dass wir versuchen, oder Alzheimer, dass wir versuchen einfach diese Nervenzellen zu helfen. Wir wissen zum Beispiel, also Vitamin D3 spielt eine ganz wichtige Rolle in Bezug auf MS. Es ist schon bewiesen worden, diese Menschen, die MS entwickeln, die haben eine genetische Störung in Bezug auf den Stoffwechsel von D3. Deswegen brauchen insbesondere diese Menschen eine hochdosierte Menge von D3. Und wenn ich sage hochdosiert, Sie werden in der Literatur finden, ich meine jetzt zwischen 150.000 bis 220.000 internationale Einheiten von Vitamin D3. Ich darf Ihnen was vorschlagen. Wenn Sie nach Literatur suchen, ich weiß, wir benutzen immer Google. Google ist zweifelsohne ein sehr gutes Werkzeug. Aber bitte, wenn Sie nach wissenschaftlichen Artikeln suchen, dann suchen Sie unter Google Scholar. Also bei Google geben Sie Google Scholar und dann finden Sie einfach den Link und dann öffnen Sie und da schreiben Sie zum Beispiel Vitamin D3 und MS oder eben Darmbakterien und Autismus und Rett-Syndrom und Depression und so weiter und so fort, werden Sie jede Menge Artikel finden. Okay? Und da sehen wir noch einmal D3, ne, D3, weil eigentlich heutzutage haben wir eine sogenannte Heliophobie. Helio ist eben Sonne. Ne? Wir haben eine Angst vor der Sonne und weil wir sagen immer, das kann einfach Krebs, ne, Hautkrebs, Melanom auslösen. Aber wenn Sie darüber nachdenken, Melanom entsteht nicht, wo wir normalerweise Sonne bekommen. Melanom entsteht in bestimmten Orten, wo die Sonne uns nie erreicht oder kaum erreicht, zwischen den Zehen zum Beispiel, ne, oder in der Achselhöhle und so weiter und so fort. Das bedeutet, da müssen wir noch einmal hinterfragen, ob das, wie viele Zeit? 12, okay? Ich habe ganz kurz gesagt, es gibt hier Laktoseintoleranz und Glutenintoleranz. Viele Menschen stellen auch die Frage, warum Glutenintoleranz? Ist jetzt eine Mode, ne? Was soll das? Ich kann Ihnen kurz sagen, dass das Brot, das Jesus Christus gegessen hat, anders war als das Brot von heute. Ne? Warum? Weil durch genetische Manipulation Weizen, die haben heute 43 Chromosomen. Sie kennen ein Korn, Sie kennen auch zwei Korn. Damit kann auch der Körper, unser Körper, genetisch gesehen, kann damit umgehen. Aber unser Körper hat sich genetisch gesehen nicht so viel verändert, damit, dass wir damit umgehen können. Die Frage ist, was macht Gluten, ne, in unserem Körper? Also da ist ein Protein, dieses Protein heißt Gliadin
Und Gliadin wird ein anderes Protein im Körper, im Darm beeinflussen. Dieses andere Protein heißt Sonulin. Okay, schauen wir, wie das funktioniert. Wir haben hier zwei Darmzellen. Hier befinden wir uns schon im Blut. Okay, da haben wir schon Blutgefäße. Und wenn wir Gluten essen und man hat diese Hypersensibilität, dann wird dieses Protein Sonulin aktiviert. Was passiert Sonulin? Sonulin wird einfach die Darmzellen voneinander bringen. Das bedeutet, entstehen hier Lücken. Und wenn diese Lücken entstehen, entsteht eine sogenannte bakterielle Translokation. Das bedeutet, die schädlichen Bakterien, die erreichen das Blut. Oder was schlimmer ist, auch Proteine, die werden direkt im Blut landen. Das bedeutet, da steigt mehr die Produktion von Zytokinen, also Entzündungen. Und nach Dekaden können diese Menschen unter bestimmten Krankheiten leiden. Vitamin D3, was macht Vitamin D3? Hilft hier, dass mit diesen Lücken wieder zugemacht werden. Okay? Noch einmal, es gibt, die Autoren sagen, ca. 2% der Population leidet unter Zöliakie. Ne, das hat was damit zu tun. Ca. 38% der Population leidet unter Gluten. Überempfindlichkeit und die anderen 60% wissen das noch nicht. Ich weiß, dass wenn Sie Ihren Ärzten sagen, ja, der Brasilianer hatte gesagt, wir brauchen mehr Vitamin D3 und wenn wir ihn verstanden haben, 10.000 internationale Einheiten, dass Ihre Ärzte sagen werden, der spinnt ja wohl, weil wenn wir mehr Vitamin D3 nehmen, dann werden wir einfach eine sogenannte Metastasierung haben. Das bedeutet, dann haben wir zu viel Kalzium wird im Darm absorbiert und das lagert sich in den Herzklappen, in der inneren Auskleidung der Arterien, in den Gelenken, ne, und auch in den Nieren. Der Brasilianer spinnt ja wohl. Ich verstehe sehr gut, weil so habe ich früher gedacht. Nun, weil wir ein Vitamin vergessen haben, dieses Vitamin heißt K2, bitte nicht mit K1 verwechseln. Ne? K1 hat was mit Koagulation zu tun, also Blutgerinnung zu tun. K2 spielt eine wichtige Rolle für uns. Ich sage das, weil ich war in der Schweiz vor ein paar Wochen und in einem Kurs, ich habe über K2 gesprochen. Am ersten Tag, am zweiten Tag kamen die Teilnehmer zu mir und haben gesagt, ja, wissen Sie, wir waren gestern in der Apotheke und ich habe eben gesagt, ich hätte gerne K2. Und die Dame da hat mir gesagt, K2 haben wir nicht, wir haben noch K1, nehmen Sie doppelt so viel. Ich habe gesagt, wenn das in Brasilien passiert, kann ich es mir gut vorstellen, aber in der Schweiz. Gut, K2. Was macht K2, damit Sie keine Angst jetzt vom Calcium haben? Ganz einfach, Calcium ist ein Fahrzeug ohne Lenkrad. Dann kommt Calcium hier, stoßt und bleibt hier. Kommt Calcium hier, puff, stoßt und bleibt hier. Deswegen diese Calcium-Metastasierung. Das bedeutet eine abnormale Lagerung vom Calcium, noch einmal Herzklappen, Nieren, Arterien und Gelenken. K2 ist das Lenkrad. Wenn wir K2 zuführen, K2 ist das Lenkrad eben für dieses Calcium und bringt das Calcium in die Knochen und bringt auch Calcium in die Zähne. Ne? Das ist sehr gut, eben damit die Knochen stärker werden, damit wir auch Osteoporose bekämpfen und damit auch Karies bekämpfen. Und interessanterweise, K2 spielt eine Rolle in Bezug auf die Markscheide. Noch einmal, wenn wir den Nervenzellen helfen wollen, es geht nicht nur um die Mitochondrien, haben wir schon kurz darüber gesprochen, es geht auch, dass die Kommunikation zwischen den Nervenzellen besser läuft. Damit das besser läuft, wissen wir brauchen wieder Markscheide, Myelinscheide, deswegen haben wir schon über Omega-3 gesprochen, beziehungsweise DHA. Aber wir brauchen auch K2. Und Sie fragen, wo finden wir K2? Ne? Also bitte nicht mit K1 verwechseln, noch einmal, das geht hier um die Blutgerinnung. Wenn Sie Leber essen,
Das ist nicht mein Fall. Wenn Sie Innerei essen, das ist auch nicht mein Fall, dann sind Sie in guten Händen. Oder Sauerkraut, da sind Sie jetzt in Deutschland in guten Händen, essen Sie auch nicht, aber Sauerkraut beinhaltet auch viel. Und Natto. Natto, das kommt aus Japan, das ist eine fermentierte Soja, okay? Soja, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit Soja, weil Soja hat ein Östrogen-ähnliche Wirkung. Das bedeutet, wenn Männer täglich Soja zuführen, dann allmählich zu viel Östrogen und das ist nicht so besonders gut. Für Frauen, das ist sehr gut in Bezug auf den Wechseljahren, weil das hilft bei diesen Hitzschwellungen. Genau. Ja, das muss ich noch lernen. Auch Algen, ne? Wenn Sie Algen essen, da haben Sie auch viele K2, ne? Oder wie gesagt, also Leber, Natto hat am meisten. Natto, klar, man muss eigentlich, ich weiß nicht, ob ich schon das probiert habe, man muss wirklich damit groß geworden werden, worden sein, weil es riecht nicht gut, es sieht nicht gut und schmeckt nicht gut, aber hat viel Vitamin K2. Dann können Sie sagen, Nelson, warum hast du jetzt gesagt, Soja, man muss ein bisschen vorsichtig mit Soja sein? Weil Weizenmilch, Sojabohnen, Mais, die sind Chelatoren. Was bedeutet Chelatoren? Kelle, da auf Deutsch bedeutet Krale, Kleme, Krebsschere. Das bedeutet, sind Substanzen, die Nährstoffe, bestimmte Elemente jetzt wie eine Pinzette greifen, Sie verstehen, was ich meine, und das wird einfach nicht absorbiert, das wird ausgeschieden. Das bedeutet, wenn wir zu viel davon zuführen, dann sind wir dabei, den Kot anzureichen. Es gibt nicht das Richtige oder das Falsche, es gibt nur Konsequenzen daraus. Und das kommt bestimmt nicht von mir. Im Leben gibt es immer einen Augenblick, in dem eine Tür sich öffnet und lässt die Zukunft eintreten. Und wir hoffen eben mit diesem Kongress, dass für Sie heute eine Tür sich öffnet, damit wir vielleicht andere Reflexionen, damit wir anders über Patienten denken und auch über uns, ne? Weil eigentlich, wenn wir gesund sind, dann können wir besser Patienten behandeln. Also Entschuldigung, dass ich zu schnell gesprochen habe, das ist wegen der Zeit. Ich hoffe, irgendwie bin ich hier gewesen zu sein und bis später. Vielen, vielen Dank. Gibt es Fragen? Wir hätten jetzt 3 Minuten für exakt 3 Fragen, also für jede Frage 1 Minute. Allerdings. Ist es richtig, dass das Kokosöl ja auch Omega-6-Säuren hat und dass man eigentlich nicht zu viel davon essen soll? Nein, ich kenne das nicht. Also mit Omega-6, nein. Also das Problem bei Omega-6 noch einmal sind diese pflanzlichen Öle, die gehärtet werden, damit sie nicht ranzig werden, und das ist eben zu viel Omega-6. Wir haben ein Verhältnis, wir sollten ein Verhältnis so haben, eine Einheit Omega-3, 2, 3 Omega-6. Aber heute ist eigentlich, wenn wir bei Fast Food essen, ist das Verhältnis 1 zu 40. Aber Kokosöl, nein, überhaupt kein Thema. Okay? Noch eine Frage? Gibt es deutsche Veröffentlichungen zu dem Thema? Natürlich. Es gibt Bücher, die schon übersetzt worden sind, oder eben bei Google Scholar, geben Sie auch auf Deutsch, dann können Sie sogar sagen, im 2015, 2016, da haben Sie genug Artikel. Ich darf Ihnen eine Website empfehlen von Dr. Pfeil, wie Pfeil ohne P. F-E-I-L aus der Universität in Tübingen. Er ist ein Ernährungsmediziner und er hat nicht nur ganz tolle Bücher publiziert, wie zum Beispiel Arthrose und Schmerzen überwinden. Er hat auch eine ganz tolle und aktualisierte Webseite. Werden Sie Pfeil, ne? F-E-I-L. Okay? Danke. Leinöl. Jein, weil damit Leinöl sich in Omega-3 umwandelt, brauchen wir
Vitamin B3, B6, Vitamin C, Zink und Magnesium. Das bedeutet, sollte man eine Mängel haben an diese Nährstoffe, dann ist diese Umwandlung schon, wie man auf Deutsch sagt, im Eimer. Diesbezüglich dann ist besser direkt Omega-3. Heute gibt es Krillöl, ne, mit K-R-I-L-L. Krillöl ist eigentlich besser als Lachsöl, weil Sie wissen, Lachs wird gezüchtet. Ne? Ganz kurz, wenn Sie sagen, ja, ich habe eben eine Kapsel von Omega-3, ist ein gutes Öl oder schlechtes Öl? Machen Sie Folgendes, nehmen Sie diese Kapsel in den Tiefkühlschrank, lassen Sie diese Kapsel mindestens 5 Stunden da, nach 5 Stunden nehmen Sie die Kapsel raus und Sie nehmen diese Zahnstocher, wenn diese Zahnstocher mühelos durch die Kapsel geht, ist ein gutes Öl. Wenn ein bisschen mühsam ist, das ist kein gutes Öl. Warum? Weil der Lachs, also sein Öl, darf nicht gefroren, darf nicht hart werden, darf nicht hart werden, weil der Lachs muss in die Tiefe eintauchen und eben Plankton, Algen zu fressen. Ne? Deswegen muss mühelos durchgehen. Ja? Dann in der nächsten Kaffeepause www.fragnelson.de wird er weiter zur Verfügung stehen. Vielen Dank, Nelson. Sehr gerne, danke.